Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, ich habe das alles jetzt nochmal bis hierhin machen müssen. So, die paar Orks, die da hinten abgeschlachtet waren, muss ich nochmal nach abschlachten, den nochmal hier hochholen. Und hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert. Wenn wir jetzt hier so durchlaufen. Ohne dass das jetzt irgendwie Probleme geben wird mit dem Dude. Ja! Das hat er geklappt. Dieser Ort. Ich kann es nicht erklären. Aber dieser Ort hier. Ach, vergiss es. Es ist bestimmt nur Einbildung. Es scheint hier keine andere Pergamenthälfte. Es scheint hier keine andere Pergamenthälfte zu geben. Es muss eine zweite Hälfte geben. Wir sollten alle drei Stollen gründlich durchsuchen. Hab ich doch. Hier könnte es irgendwo eine Möglichkeit geben, nach oben zu kommen, aber ich komme hier nicht nach oben. So. Wo haben wir eine Fackel? Hier. Hier muss es doch irgendwo einen Weg nach oben geben. So, aber jetzt speichere ich lieber hier mal. Jetzt, wo wir mit dem Dude hier oben waren. Warte mal, wir gucken mal hier Orkfriedhof. So, als wir eine große rechteckige Säulenhalle betraten, fühlte der Guru irgendetwas. Er war sich allerdings nicht sicher, was. Balukor hat sich mir angeschlossen. Gemeinsam werden wir nun dem Geheimnis dieser alten Kultstätte auf den Grund gehen. Ich habe den Guru Balukor im Orkfriedhof vor einer Attacke von Orks gerettet. Alle seine Tinder sind bei Kämpfen mit diesen hässlichen Kreaturen umgekommen. Da unten leben aber noch zwei. Oder wie letztes Mal gesagt, die wissen nicht, dass die tot sind. Ich glaube, die wissen nicht, dass die tot sind. Hier scheint es aber keinen Weg nach oben zu geben. Oder weiter. So, wie sieht's denn dann hier aus? Auch nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Ne, hier kommen wir nicht hoch. Hier muss es doch irgendwie die Möglichkeit nach oben geben. Super, Luca, du bist jetzt mir im Weg. Du bist mir im Weg. Hallo, ich will hier hoch. Oh. Da kommen wir nicht hoch. Gibt es hier irgendwie eine andere Möglichkeit, nach oben zu kommen? Auch wenn ich wüsste, wo ich überhaupt hin müsste. Ich glaube, es hat was mit dieser Tür zu tun. Kann ich jetzt auch nicht mehr. Scheiß auf den. Müssen wir hier vielleicht nochmal zurück? Gibt es hier noch irgendwie was? Ne, hier gibt es gar nichts. Dieser Geräusch macht mich irgendwie nervös. Hier gibt es keine weitere Pergamenthälfte. Ich glaube, es hat schon was mit diesen einen rechteckigen Raum da zu tun. Wir gehen hier auch nochmal runter. Vielleicht haben wir da noch irgendwas übersehen. Gibt es hier vielleicht irgendwo irgendwelche Schalter, die ich übersehen haben könnte?
hoffe, ich habe irgendwo einen Schalter übersehen. Jetzt kommt der Schalter, ist da drin und da kommen wir nicht rein. Nicht rein können. Den hatte ich die ganze Zeit übersehen. Hier gibt es auch nichts. Schalter. Jo. Erstmal speichern. So, Trank. Pergamenthälfte. Jetzt müssen wir einmal zu dem anderen Dude. Nochmal hoch. Okay, es war doch hier. Ah, hier mussten wir hoch. Wir waren hier schon richtig. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Das fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an. Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig! Und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Was für ein gewisser Ort? Was für ein gewisser Ort? Große Halle vorhin kam mir sehr seltsam vor. Lass uns noch mal dorthin zurück. Okay. Aber dann noch mal. Selkem, ich trau ihm gar nicht, dass er es auf den Weg dahin findet. Nicht, dass wir gleich wieder hier hängen bleiben. So, da werden wir. Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Okay, wo geht er hin? Wahrscheinlich zu der Tür. Er geht zur Tür. Sesam, öffne dich. Hinter dieser Wand! Das muss es sein! Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Was? Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht überleben werde. So. Eisblock, Oksch, Teleportzauber, Mana kostet 5. Ja. Wie zaubert man? Wie viel Mana habe ich denn überhaupt? 5. Ah,
Moment. Und 1. Wie zaubert man? Warte mal. Tastatur muss ich jetzt einmal gucken. Aktion, Left Control, ja. Yeah. Ich sehe jetzt hier nicht. Ich sehe jetzt nicht, wie ich. Sehr viel Nachtschatten und Mondschatten. So, jetzt brauchen wir. Ah, der Teleportzauber ist weg. So, schauen wir mal. Ja, jetzt hat es mal ein Weilchen gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie man zaubert. Todbringer 48 und meine gibt 46. Scheint besser zu sein. Und der Name gefällt mir schon mal mehr. Todbringer. Sklavenrot. Nochmal Sklavenrot. Höllenpilz. Hier geht es jetzt sonst nicht weiter, oder? Warte mal, da ist noch was bei dem. Nee, das ist nur sein Ding, jetzt hier sein Beckenknochen. Sehen, was jetzt neu hinzugekommen. Ist er jetzt verpackt? Ich glaube, er ist jetzt verpackt. Wissen Sie aber. Aber sonst auch nirgendwo mehr weiter. Er kommt nun nicht mehr hin.
Orkfried wurde von einer unsichtbaren Kraft geleitet und lief zielstrebig auf eine der Wände in der großen Säulenhalle zu. Warum kommt er jetzt nicht hier hin? Hallo, Kor, hallo. Ist es hier offen? Den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Ja, okay, komm. Ich weiß wohin. Hat nur gefühlt 1000 Jahre gedauert mit ihm. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Meister, sprich zu mir! Schläfer, offenbare dich! Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Gar nichts hier unten gibt. Zu guter Letzt griff er mich völlig wahnsinnig geworden. Auch noch an. Koranga wird sich bestimmt große Sorgen machen, wenn er hiervon erfährt. Ja, okay. Also auf zu Koranga. Was ist mit den anderen beiden Templern eigentlich vorne? Aber ich finde es interessant, dass er mir gar keinen Schaden machen konnte. Gehört. Ist jetzt irgendwer da? Also mit den beiden kann ich nichts machen. Hier. Oh, warte mal, meine andere Fackel. So. Ja, jetzt geht's raus. Okay, die mussten erstmal alle im Nachhinein nochmal umkippen. Ist auch schon wieder dunkel hier.
Gut, dann gehen wir mal runter zu Koh Anga. In Sumpflager. Da waren wir auch schon lange nicht mehr gewesen, meine ich. So, wie sieht es eigentlich hier aus? 16 Punkte. In Stärke zu investieren oder so. Oder die letzten paar Sachen, die uns fehlen, noch üben. Wohl, ja, Bogen will ich eher üben oder Armbrust. Da bin ich mir noch nicht sicher mit den beiden. Oder Taschendiebstahl müssen wir auch eigentlich noch mal ein bisschen anpassen. So, Magie haben wir nicht gelernt. Brauchen wir auch nicht. Ich bin kein Magienutzer hier. Zumindest in diesem Durchlauf. Ja, ich wünsche, wir könnten ein bisschen schneller laufen. So. Das springt mir aber immer noch echt super. Manche lernen gar nicht, dass sie gehen. Probieren wir aber auch ganz gut mit. Aber da heißt es nicht. Ich liebe etwas anderes. Schauen wir mal, wo es kochen dann. Ich war am Ork-Friedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balu Koh und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Balu Koh und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Balu Koh völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten. Und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balu Koh in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Und er liegt hier bewusstlos. Wie steht es um Iberion? Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. In so einer Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Heilkräuter habe ich nur einen. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Okay, ich habe nur einen, ich brauche 5. Suchen wir die mal. Du meinst? Aber ich wundere mich, warum die mir mehr glauben, als ihren eigenen Leuten. Warum glauben die nicht, ich hätte nicht ihre Leute abgemurkst? Dass ich es nicht war. Ich bin ja keiner von ihrem Lager. Hier ist schon eine
Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Okay, der hat nicht viel. Kaum, dass ich daran was ändere. So, was kann ich ihm andrehen? Ja, okay, komm, ist 19 wert. Dinger. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und so. Aber behalte für dich. Aber behalte für dich. Jo, jetzt bin ich auch noch ins Wasser gefallen. Ich glaube aber noch, dass ich da noch was zu meinem, passiert. Der hier. Der Adrian. Ich will mit dir. Gut. So. Ich höre es wieder schon. Der hat noch sehr viel Erz. Ja, der hat da einiges. Das ist wirklich nicht mein Problem. Götterhammer, aber sogar einhändig. Wahrscheinlich hast du recht. Es wird nicht so heiß gegessen. 52. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ja. Schwarzer Weiser, die Dinger. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich halte mich da lieber raus. Hier die Dinger. Immer wieder dieselbe Leier. Man muss eben aufpassen, was man rumhält. So viele Orkwaffen. 1406. Und der war doch klar, dass das Ärger gibt. 1080. Und dann nochmal. Man muss eben aufpassen, was man rumhält. Was ist denn das? Minecraft-Ei. War doch klar, dass das Ärger gibt. So. Und Sand. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist. Dann können wir uns mal den Götterhammer. Manche haben gar nichts dazu. So. Ich dachte, das wäre schon mal gut. War doch klar, dass das ärgert. Es ist einfach. Verlass dich auf jemanden, aber du bist verlassen. Das ist eben so. Ich will mit. Gut. Dann verkaufen wir ihm auch unseren wunderschönen Tod. Den haben wir gerade erst geholt. 460. Okay, irgendwas können wir von dem noch holen dafür. War nicht besonders scharf. Ich dachte, das wäre schon lange gekommen. So. Was können wir noch von ihm nehmen? Ah, die Pfeile. Immer wieder. Man muss ja immer aufpassen, was man rumhält. So. Ich glaube kaum, dass ich daran. Götterhammer haben wir jetzt. Das muss ich mal speichern. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir die Heilkräuter finden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!